Das ist ja jetzt gar keine so wahnsinnig deutsche Musik und man könnte jetzt sagen, der tut jetzt so amerikanisch. Aber du bist ja tatsächlich in Amerika so sozialisiert worden sozusagen. Mit 5 bist du in die Staaten mit deinen Eltern, oder? Mhm. Was war da der Hintergrund? Warum? Ja, ganz einfach Job meines Vaters. Aber es ist ja so, ich meine, ob du nun in Amerika oder in Hamburg oder in Berlin oder in Stockholm, ich meine, schwedische Bands, Lacrosse, Cardigans, sehe ich auch nicht unbedingt die super schwedischen Wurzeln. Also ich glaube, man wächst eher mit so einem, weiß nicht, so Pop-Baustein auf. Dazu gehören bei mir auf jeden Fall Beatles, Stones, Dylan natürlich, Talk Talk, Lloyd Cole und all so ein Zeug. Und das ist eigentlich egal, ob du aus Hamburg oder aus Leeds oder woher eigentlich. Ja, ich fand, das klang jetzt schon ganz schön nativ, dieses Englische. Was du nativ, da schönes Wort. Und dann bist du aber, als du 19 warst, hat es euch wieder zurückgerissen. War der Job vorbei dann von deinem Papa? Oder? Nee, also es hat uns schon vorher zurückgerissen. Und zwar, mein Vater hat irgendeinen Scheiß gebaut. Er wurde auf jeden Fall sozusagen gefeuert und musste nach Deutschland wieder zurück. Das fand ich nicht ganz so geil, weil ich wollte damals Baseballspieler werden. Und das war Mitte der 70er in Hamburg nicht ganz so einfach. Und da bin ich aber dann zur Musik gekommen, sozusagen, als... hat wirklich meinen Arsch gerettet, muss man echt sagen, weil ich war sehr unglücklich. Und ich bin dann alleine mit 17 nochmal zurückgefahren. Hattest du denn das Baseball richtig, war das als Karriereziel oder war das einfach nur so ein toller Sport? Ja, soweit das für einen 12-Jährigen das Karriereziel ist, definitiv. Also ich wäre auch echt super weit gekommen, definitiv, ja. Und du hattest vorher Trompete gespielt, als du dann gemerkt hast, die Musik wird wichtiger, hast du die Gitarre genommen, weil die ähnlicher wie ein Baseballkeule war, oder? Naja, Trompete habe ich eine Weile auch gespielt. Du bist gut informiert. Ja, ja. Simon hat ordentlich recherchiert. Ich habe aber wirklich eigentlich ernsthaft Musik entdeckt, als ich eben nach Deutschland kam, weil es gab kein Baseball. Das Wetter in Hamburg war und ist immer scheiße. Die Leute waren erstmal ziemlich unfreundlich, hatte ich so das Gefühl. Und dann kam meine Schwester irgendwann an mit so einem Poster von der Pop Rocky. Auf der einen Seite waren Deep Purple in schwarz-weiß mit langen Haaren und Schnurrbärten. Und auf der anderen Seite waren in Farbe die Bay City Rollers. Und das war so ein wegweisender Moment für mich, wo ich mich sozusagen zwischen, ich kannte beide Bands nicht und die Musik beider Bands überhaupt nicht, aber ich konnte mich zwischen den fröhlichen Jungs in Farbe mit diesen Schals und so und den komischen Haarschnitten oder den düster aussehenden Rockern in schwarz-weiß entscheiden. Ich habe natürlich die Bay City Rollers an meine Wand gehängt. Ja! Das ist nicht unbedingt eine kredibile Aussage, aber... Seitdem viele Jahre Zeit, das wieder gut zu machen. Ja, hat lange gedauert, dieses Stigma zu überwinden, aber...